Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch von Tiny Whoops berichten. Ich habe ja mittlerweile schon zwei Tiny Whoop-Videos gemacht. Findet ihr auf meinem Kanal. Vielleicht bin ich dir auch einfach mal ein hier in dem Video. Einmal ein Video generell über... Nee, das erste Video ging erstmal um das Binding von meinem Mobula 6 Whoop, was ein super, super berühmter Whoop ist. Den kann ich auch noch mal empfehlen. Kauft euch einen Mobula 6! Bester Whoop in the world. Nein, es gibt natürlich noch bessere, aber super cooler Nonplusultra Whoop kann ich jedem mehr empfehlen. Aber da habe ich damals ein Video zu gemacht, weil ich den einfach nicht mit meiner FS-Sky-Funke verbunden bekommen habe. Weil die Dinger haben einen SPI-Receiver, also einen Empfänger, der über ein etwas anderes Protokoll arbeitet als die normalen FS-Sky-Dinger. Wieder gefährliches Halbwissen, sorry, aber ist auf jeden Fall ein anderer Empfänger. Der ist schon on board auf dem... auf der Platine mit drauf, der muss auch nicht irgendwie nochmal extra angelötet werden. Das ist ganz cool, dadurch ist das Ding halt auch relativ leicht. Aber es geht halt leider nicht so einfach mit einer normalen FS-Sky-Funke das Ding zu binden. Wenn man ein älteres Modell hat, was glaube ich auch D8 unterstützt, das ist ein älteres Protokoll, das wird von den neueren FS-Sky-Funken nicht mehr unterstützt, dann gibt es keine Probleme. Aber wenn man so wie ich eine Funke hat, die nur D16 kann, ist schwierig. Obwohl sogar angeblich das Ding hier D16 kann. Das ist ganz komisch. Das kann in D16 geflogen werden, aber es kann nicht in D16 gebindet werden. Irgendwie sowas. Vielleicht ist es auch nicht richtig, was ich gesagt habe. Aber irgendwie so in der Richtung habe ich ein Video darüber gemacht. Ich poste das Video. Das ist auch ein Video, was ich immer wieder teile, weil immer wieder Leute dieses Problem haben. Wie kriege ich mein Mobula 6 mit meiner FS-Sky LBT-Funke gebindet? Das ist ja auch nochmal sowas. Deswegen. Und das zweite Video, was ich dann damals gemacht habe, war einfach nur, die Whoop-Saison geht los und habe dann nochmal von meinem Mobula 6 geschwärmt und einfach nochmal ein bisschen so die Whoop-Saison eingeleitet. Ne? Jetzt wird es wieder kälter, könnte ich jetzt wieder so ein Video machen, die Whoop-Saison geht wieder los, hey. Genau, eigentlich ist es auch so ein Video. Die Whoop-Saison geht wieder los, beziehungsweise sie ist schon losgegangen. Ich war jetzt schon dieses Jahr auf zwei Tiny Whoop Rennen. Deswegen jetzt dieses Video. Yay, ich war wieder auf einem Rennen. Voll cool. Also ich meine, die anderen Rennen, mal gucken, ob ich da auch wieder einen Vlog zu mache. Aber das ist ja jetzt was ganz Neues. Ne? Ich war ja in meinem Leben noch nicht wirklich auf einem Tiny Whoop Rennen. Es war schön. Es war sehr, sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und es ist halt auch einfach dieses Gefühl, wenn man irgendwo gegencrasht und nichts geht kaputt. Ah, das ist so ein Segen. Also beim Rennen gefühlt, ich gucke nur das Tor an, das Gate an und mein Kopf, der fliegt auseinander und mein Bankkonto wird 500 € um 500 € belastet. Also das ist so angenehm, dass diese Dinger, die kann man einfach in der Gegend rumschmeißen. Würde ich jetzt auch machen, aber ich brauche das Ding gleich nochmal. Und es passiert nichts. Und das ist so angenehm. Und unterm Strich kosten die Dinge halt auch so im 100-Euro-Bereich. Also auch wenn es kaputt geht, dann sind es 100 € und nicht so viel. Aber ja gut, das will man natürlich auch nicht. Ja. Ich habe ein Freund von mir, ein FPV-Kollege, fängt ja immer mit FPV an und danach wird es dann vielleicht doch hier und da mal zu einem Freund. Der hat mir von dem Rennen erzählt und ich dachte mir so, ja, ich weiß nicht so ganz. Ich hatte zu der Zeit auch, wie immer, nicht so viel Geld und dachte mit meinem Mobula 6 Whoop, das kann man nicht besser sehen, der verschwindet fast schon im Hintergrund. Mit meinem Mobula 6 Whoop, das brauche ich nicht machen, der hat so wenig Power, wenn ich da absage und ich wieder Gas gebe, dann füllt er und füllt er, bis der überhaupt auf das Gas reagiert. Mit dem Ding kann ich kein Rennen fliegen, dachte ich mir. Und habe gedacht, wenn ich da teilnehme, dann brauche ich einen gescheiten Whoop. Und ja, dann längere Geschichte, aber ich habe dann am Ende doch noch ein bisschen Geld zusammengekratzt und habe mich an Ludi gewendet, Tiny Whoop Meister ist, würde ich mal so sagen. Also Ludi, der Tiny Whoop Master. Es gibt natürlich noch viele andere, die das richtig gut können, die ich auch kenne, die das gut können. Aber Ludi hat mich als einer der Ersten da sehr intensiv drauf gebracht, weil er das halt auch hauptsächlich macht. Er ist gar nicht so der 5-Inch, 3-Inch Copterflieger, sondern ich glaube, er ist eher so der Whooper. Da ist er richtig gut. Und hat zu mir gesagt, hey Mirko, wenn du zum Rennen kommst, was ich unter anderem mitveranstalte, dann... kann ich dir zum günstigen Preis einen gescheiten Tiny Whoop Race Whoop machen, bauen. Und das hat er dann auch gemacht innerhalb kürzester Zeit, 2-3 Tage. Ich glaube, das macht ihm auch Spaß. Wem macht es nicht Spaß zu basteln? Deswegen sind wir alle doch irgendwie in diesem Hobby. Hat er mir einen Tiny Whoop zusammengebaut und er hat halt so Sachen gemacht wie, er hat zum Beispiel diese Motoranschlüsse, wo die bei einem Mobula 6 werden die Motoren einfach drauf gesteckt auf das Board und diese Stecker, die hat er beim vom Motorkabel abgemacht und vom Board hat er abgemacht. Und das habe ich auch mal versucht. Boah, das sind so kleine Lötstellen. Und also die hat er abgelötet vom Board, um Gewicht zu ersparen. Dann hat er die Motorkabelstecker abgemacht und die direkt drauf gelötet.
Er hat auch das Kabel hier hinten relativ kurz gemacht, aber es war am Ende zu kurz. Deswegen musste ich es am Ende nochmal abmachen und ein neues dran machen. Er hat es halt versucht, Gewicht zu optimieren. Natürlich nicht so top, wie sein Race Whoop jetzt optimiert ist. Das Canopy, ne, dieses Gehäuse hier, das könnte man eigentlich auch noch austauschen. Da braucht man aber eine andere Kamera. Deswegen habe ich das aktuell noch behalten. Und es ist halt auch ein bisschen, das ist sehr stabil. Deswegen behalte ich es lieber, habe ich lieber 1 Gramm zwar mehr, aber dafür ist der doch relativ safe. Ja, den hat er mir gebaut für günstig Geld. Ich will es gar nicht sagen, wie viel, weil das ist echt wie geschenkt. Und damit habe ich dann mein erstes Tiny Whoop Rennen gemacht. Und es war toll, aber das war das erste Rennen, was stattgefunden hat. Das war in einer Werkstatt, in einer gemeinnützigen Werkstatt. Super cool, super cooles Projekt. Also da können Jung und Alt hingehen und sich irgendwelche Sachen aus Metall, aus Holz, aus was auch immer. Also die haben echt alle Werkzeuge dort. Und wir hatten die Erlaubnis, dort unser Racetrack aufzubauen und sind dann in dieser Werkstatt geflogen. Das war ein bisschen heikel, weil manchmal, wenn man dann irgendwie abgestürzt ist, ist man gerne mal unter so einen Schrank geflogen. Und da kann man dann auch nicht mehr raus, bis das Rennen fertig war. Also es war sehr eng. Man musste so zwischen den Maschinen durchfliegen und dann waren natürlich auch noch Gates aufgebaut. Aber es war doch sehr eng und ja, aber war cool. War eine Gaudi, mein erstes Rennen, war richtig happy danach. Und wegen dem Rennen bin ich auch auf diese Gates hier gekommen. Tada! Passt mir ein ganzes Bild. Hallo, Mirko im Rahmen. Ja, die Gates sind Hammer. Die kann man, wenn man einen 3D-Drucker hat, das ist natürlich im FPV-Bereich sehr praktisch. Oh. Nicht auf den Boden fallen. Das ist natürlich im FPV-Bereich super hilfreich. Dann kann man sich dieses Gate selbst drucken. Das sind dann so, die Teile sehen dann so aus. Und so sind dann die Verbindungsstücke aus. Ne? Also es gibt ein T-Stück und ein Verbindungsstück zwischen zweien und dann nochmal eine Kurve und wahrscheinlich noch ein paar andere. Und dann kann man die relativ einfach zusammenstecken. Ich habe es nicht geübt, es klappt sofort auf Anhieb, kommt so aus dem 3D-Drucker raus und dann kann man die so zusammenstecken und sich daraus ein Gate bauen. Dementsprechend, ich mache verlinkt die Datei, die Thingiverse-Datei, die STL, die Druckdatei verlinke ich. Dann könnt ihr euch das auch drucken. Empfehle ich absolut. Das ist ein super geiles Gate. Ich habe nach vielen Tiny Whoop Gates ge gesucht und habe nicht so viele gefunden, die komplett out of the box funktionieren. Und das hier, das funktioniert halt fast perfekt out of the box. Das Einzige, was ich noch ergänzt habe, das sieht man vielleicht auch hier ganz gut, ein bisschen Klebeband außenrum gemacht, damit es ein bisschen. Damit die Teile auch zusammenhalten, weil auch in der Zeit lutschen die sich so ein bisschen ab und werden ein bisschen schwach und dann halten die nicht mehr so gut. Und dass es besser zu sehen ist. Deswegen habe ich das verstärkt mit Klebeband und sichtbarer gemacht sozusagen. Das ist das Einzige. Und die wurden dort auch in dem Rennen verwendet und da habe ich nach Hause gesagt, also wenn ich jetzt mich auf Tiny Whoop Rennen vorbereiten will, muss ich natürlich auch die Gates verwenden, die da so verwendet werden. Deswegen habe ich mit diesen Dingern jetzt auch geübt. Habe jetzt mittlerweile schon, oh Gott, ich glaube, 7 habe ich von denen mir jetzt schon gedruckt. Das ist schon krass. Ja, genau. Und dann habe ich mich sozusagen auf das nächste Tiny Whoop Rennen vorbereitet. Das war schon so ein bisschen in der Luft nach dem ersten Rennen. Da kommt bald noch ein neues. Und ich, okay, alles klar. Und das übrigens von Berat und Crew, von den Speedhawks wurde das veranstaltet, das zweite Rennen. Das fand dann auch relativ bald statt. Und habe natürlich hart trainiert, wie gesagt. Und dann konnte ich mit meinem coolen Race Whoop da wieder hin. Und das hat in der Sporthalle stattgefunden. Das war viel, viel angenehmer, weil man einfach den ganzen Raum für sich hatte. Wenn man irgendwo abgestürzt ist, dann ist man halt einfach auf dem Boden, auf dem Hallenboden gelandet. Der einzige Nachteil ist, wenn man mit dem Tiny Whoop auf dem Kopf landet und du willst dann turteln, ne? Dann will der Kopf da ja irgendwie so drehen oder so drehen oder so drehen. Und hier, wenn du dann auf dem glatten Hallenboden bist, dann slidet er einfach nur über den Boden drüber. Und das habe ich auch im Finale gesehen bei Max, der auch richtig gut ist, Mann, aus meinem Verein. Der ist beim Finallauf oder bei einem der letzten Rennen ist er auf dem Kopf gelandet und wollte turteln und hat es nicht geschafft und ist die ganze Zeit hin und her geslidet. Und er hat nicht aufgegeben. Er hat wirklich, ich will das Ding jetzt gerade kriegen, aber er ist nur hin und her gefahren. So schade. Und deswegen kann man halt super ultra Insider-Trick, so komisches, ich weiß noch nicht mal, wie das heißt, so komisches, weiches Material, so ähnlich wie Klebe, also so ähnlich wie Knete, aber wird ein bisschen fester, kann man dann so auf die, mal gucken, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber hier so auf die Spitzen drauf machen. Und das ist dann so wie Gummi, dass wenn er auf dem Kopf landet, ist hier Gummi und dann klebt er daran fest und lässt sich besser wieder umdrehen. Danke nochmal an Erik, der mir diesen Tipp. Ah, Erik und Patrick. Erik hat dieses Klebeknetematerial an Patrick weitergegeben und Patrick hat mir davon was abgegeben. Wir haben alle brüderlich geteilt. War super cool. Danke an Patrick und an Erik für diesen Tipp.
Patrick ist übrigens auch der, der mir beim Wingfliegen ganz viel geholfen hat. Den seht ihr vielleicht auch im Video. Das ist ein anderes Video. Mein Wing-Video seht ihr den. Das zweite Rennen war auf jeden Fall cool, weil halt einfach sau viel Platz war in dieser Halle und der Track war auch einfach richtig cool. Also der erste Track war auch geil, aber der zweite Track war halt nochmal eine Nummer oben drauf. Also dieser Tunnel, der Tunnel war auch ganz cool, aber da gab es diesen Tunnel hoch zu einem Fünfer-Gate, was man dann so durchfliegen musste. Und auch der Tunnel da hoch war dann so eine gedrehte LED-Röhre. Und Berat hat es den Weg zum Himmel genannt. Also sehr cool. War sehr passend. Man gibt ja immer diesen Hindernissen irgendwelche Namen. Ne? Ich weiß, bei einem meiner ersten Rennen gab es ein Dive-Up-Gate und das habe ich immer das Todesgate genannt, weil das viele Leute gekillt hat. Das war das Gate zum Himmel. War ein cooles Rennen. Mir hat es nicht ganz so gefallen, dass es Team Racing war. Ich wäre lieber am liebsten alleine gewertet geworden, hätte gern gewusst, was ich als alleiniger Pilot geschafft hätte, weil wenn man halt nicht so ganz eintrainiert ist und regelmäßig mit seinem Team trainiert, ist es natürlich schwierig zu sagen, hey, mein Verein und so weiter, meine Mannschaft. Deswegen, hätte ich mir, also klar, Team Race ist super, aber auch eine Einzelwertung parallel hätte ich ganz gut gefunden. Deswegen weiß ich nicht so ganz genau, mein Team war vorletztes. Ich kann nicht sagen, welchen Platz ich sozusagen als Einzelpilot eingenommen habe. Aber ich glaube, ich war ganz okay. Beim ersten Rennen war ich Vorletzter und diesmal war ich mit meinem Team Vorletzter. Aber ich glaube, es war ganz gut. Also ich habe, glaube ich, einiges zugelegt und was ich noch sagen wollte, ganz wichtiges Detail beim Tiny Whoop, das habe ich mich auch jetzt bei meinem Mobula gemacht. Warum die Dinger nicht so viel Power haben, kleiner Tipp am Rande, diese neuen Stecker sind der Grund, warum sie ein bisschen mehr Power haben. Also die alten Stecker, das wäre jetzt wieder durcheinander, BT2 und PH2, ich glaube, das ist der BT2-Stecker hier, der neuere. Und die PH2-Stecker, die haben halt so ein bisschen dünnere Pins. Und dann gibt es da auch noch verschiedene Ausführungen von und da kommt nicht so viel Strom durch, wie der Tiny Whoop doch braucht. Deswegen empfehle ich euch unbedingt, macht den Stecker ab, holt euch die anderen Lipos, die diesen neuen Anschluss haben und dann habt ihr auch ein bisschen mehr Power mit den Tiny Whoops. Und dann, wenn die dann absacken und ihr Gas gibt, dann kommen die auch wieder schnell nach oben. Obwohl natürlich Tiny Whoops immer die Angewohnheit haben, den Boden zu berühren, weil man ja auch sehr, sehr flach über den Boden fliegt. Aber ja, zweites Rennen war auch Gold, war schön. Mir hat auch das Pilotenlager ganz gut gefallen. Beim ersten war es eher so ein kleinerer Raum und beim zweiten Rennen hatten wir halt richtig viel Platz und ja, war cool. Jeder hat da so gebastelt und es waren auch mehr Leute da beim zweiten Rennen. War eine coole Gaudi und freue ich mich auch drauf. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr auch kommt, Mann. Alter, wenn ich da was teile bei Facebook oder so, ihr müsst kommen, Mann. Wir brauchen mehr Leute, damit es mehr Spaß macht. Klar, ihr müsst von weit anreisen, geht natürlich nicht, ne? Aber da waren sogar welche aus Luxemburg letztes Mal. ich habe nur eine Stunde Anreise gehabt, ich kann mich nicht beschweren. Aber umso mehr, umso besser. Also ich würde mich freuen, wenn noch mehr dabei sind. Und aktuell, ich weiß jetzt nicht, wann das Video hier jetzt hier rauskommt, läuft sogar noch eine UTT-Challenge. Das heißt, eine Challenge, die man zu Hause machen kann. Dafür muss man halt sich erstmal diese Gates besorgen oder halt selbst drucken. 6 Stück braucht man. Da kann man dann sozusagen zu Hause den Track mit einem Meter-Maßband aufbauen und ausmessen. Das ist genauso wie alle anderen ist, der Racetrack, dass wir auch keinen Vorteil haben. Und dann wird, ja, es gibt so eine gewisse Vorgabe, wie man durch die Gates durchfliegt. Und dann muss man 3 Runden hintereinander die beste Zeit sozusagen hochladen und dann kann man sozusagen da seinen Platz erfliegen. Bin aktuell Letzter, also nimm teil, wenn ich nicht mehr der Letzte bin. Oder nimm teil und dann könnt ihr es noch weiter nach oben schaffen. Link mache ich auch in die Beschreibung, wenn es nicht schon zu spät ist. Aber das ist auch ganz cool. Also eine kleine Zuhause-Challenge wird es bestimmt demnächst auch wieder geben. Vielleicht auch erst im nächsten Jahr, wenn es wieder losgeht mit der Tiny Whoop-Saison. Aber es gibt bestimmt noch einige Tiny Whoop-Rennen, die stattfinden werden, wenn Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht. Aktuell ist ja wieder alles eingeschränkt. Mal gucken. Man kann es leider nicht sagen. Aber man kann immerhin bei diesen Zuhause-Challenges mitmachen. Also Tiny Whoop Racing ist geil und man braucht, glaube ich, auch nicht unbedingt irgendeinen ultra geilen Race Whoop von Ludi gebaut von irgendjemandem, sondern man kann sich auch out of the box ein Mobula nehmen, Mobula 6. Es gibt, glaube ich, auch mittlerweile die Lite-Version davon. Dann macht man sich noch diesen PH-Stecker dran oder diesen neuen Stecker, falls ich es falsch sage. Und das Ding ist geil. Das ist super geil, das fliegt super stabil und mit den 25.000 kV-Motoren bin ich auch sehr zufrieden. Der hat nur 22.000 kV, mir fast ein bisschen zu wenig. Aber irgendwas mache ich wahrscheinlich auch falsch. Aber Tiny Whoop ist gut und ich werde auch immer besser damit. Also Rennen war geil und ich freue mich aufs nächste Rennen. Ah, ja, wie immer.
Schreibt mir einen Kommentar, was ihr dazu denkt. Seid ihr schon mal auf dem Tiny Whoop Rennen gewesen? Habt ihr Bock beim nächsten mitzumachen? Wollt ihr euch ein Tiny Whoop kaufen? Ich helfe euch gerne. Schreibt es in die Kommentare und lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und sowieso wie immer, ne? Ein Abonnement ist super hilfreich für mich. Ein Klick für euch, super hilfreich für mich. Dann wächst mein Kanal und es fällt mir noch mal ein bisschen leichter, Videos zu machen. Also nochmal danke fürs Zuschauen und vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.